Bei der heutigen Folge Was ist los? Zu Gast bei uns Michael Wühle aus dem Schwarzwald, aus Kabel-Rodeck. Er ist Käsesommelier, er macht viel mit Käse, er hat auch einen eigenen Gin. Es wird sehr interessant, da bin ich mir sicher. Herzlich willkommen bei Was ist los? Michael Wühle. Servus, hallo. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich meine, ja, der ein oder andere, der sich für Käse interessiert, ist vielleicht sicher schon mal über dich gestolpert oder hat auch schon mal bei dir oder bei euch eingekauft, weil du bist ja auch der Abteilungsleiter vom Check-In in Aachen. Von der Käsetheke, ja, genau. Die haben echt tolle Sachen, tolle Auswahl, aber jetzt erstmal als Anfang die Frage, was fasziniert dich am Käse? Also ich sag mal so, die Käse war am Anfang nicht direkt für mich geplant. Also als ich aus der Schule raus bin mit 15, habe ich mir Arbeitsplatz gesucht. Einzelhandel war schon immer so für mich das Thema. Bin dann eben zum Check-in in Aachen und man macht bei uns in der Ausbildung alle Bereiche durch. Faktisch aber, ich bin ab dem zweiten Lehrjahr am Käse hängen geblieben und bin jetzt dieses Jahr seit 21 Jahren dort. Käse ist für mich einfach ein sehr großes, breit gefächertes Gebiet und man hat jeden Tag immer was Neues dazu zu lernen. Geschmacklich wie urkundlich oder wo es herkommt, und das ist einfach eine Philosophie für sich und das macht das Ganze so spannend. Ich meine, ist echt cool, du hast uns hier auch was mitgebracht. Vom Käse auch echt schön angerichtet. Was ist da kurz in ein, zwei Sätze? Also ich habe jetzt da ein kleines Portfolio, nenne ich es jetzt einfach mal so, von verschiedenen Käsesorten. Ich habe zum einen Schafskäse oder einen Ziegenkäse im Kastanienblatt greift, ein schöner Blauschimmelkäse und was natürlich jetzt seit ein paar Jahren bei uns hier in Aachen sehr stark geworden ist, sind so eigene affinierte Käseprodukte. Das heißt, als ich so ein bisschen in die Destillate-Richtung rübergerutscht bin, ein bisschen infiziert worden bin, nenne ich es jetzt mal so. Gin-infiziert? Zum Beispiel, ja, nennen wir es mal so, habe ich angefangen, verschiedene Käsesorte mit Gin zu affinieren. Und affinieren heißt veredeln. Und habe jetzt da zum Beispiel einer drauf, die Blue Pearl nenne ich den, mit Heidelbeere, Konfitüre und mit Gin affiniert sozusagen. Cool. Ja, echt interessant. Ich werde da gleich auch mal zugreifen. Du darfst gerne, ja. Kommen wir nochmal kurz zum Check-in. Ja. Ich meine, die haben ja wirklich auch einige Filiale hier gerade auch in Baden-Württemberg. Sie sind auch außerhalb von Baden-Württemberg, in Frankfurt zum Beispiel. Richtig, genau. Aber steht ja wirklich als innovative Kette, kann man schon sagen. Das macht einem doch auch schon ein bisschen stolz, für so ein toller, innovativer Markt zu arbeiten, oder? Definitiv. Ich könnte mir keinen anderen Markt in der Kategorie so vorstellen. Ich meine, ich nenne es immer Spielwiese. Die Spielwiese, die ich habe 13 Meter Volltheke plus SB. Das ist für mich eine reine Spielwiese. Da kann ich mich austoben, da kann ich Kreationen zaubern, da gibt es von bis und das finde ich sonst nirgends. Ja. Und ich muss dazu sagen, bei uns hier in Aachen, wir sind einer der ersten großen Checksender. Der erste Checksender, sagen wir es mal so. Die Thekegröße wird eher größer. Ja, Baden-Baden hat über 20 Meter aufwärts. Wow. Wird natürlich alles moderner und so. Und ich sage, für meine kleine Theke zwischen 300 und 350 Sorten Käse ist das eine Spielwiese pur. Krass. Ja. Was sind denn da deine Aufgabe als Abteilungsleiter? Klar, Abteilungsleiter, Personalplanung, Personalcoaching, Schulung, Bestellung, Thekebestückung. Ich bin auch Ausbilder im Betrieb. Also unsere Jugend heranziehen, sage ich es jetzt mal so, und fördern und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Klar, neue Dinge kreiere, einfach der Kopf sozusagen. Ich habe ein tolles Team hinter dran, die wirklich engagiert sind, die Mitarbeiter und die manchmal auch das Verrücktsein von mir einfach mitgehen. Ja, wichtig. Das ist einfach so, manchmal kommt irgendein Spleen, wo ich dann sage, komm, das machen wir so und das machen wir so. Oder jetzt kreiere ich mal das und das. Und die sind da wirklich immer hinter dran und sagen, ja komm, wir probieren und wir basteln. Und das ist aber auch genau das, was uns bei Firma Scheck einfach auch ausmacht, dass wir nicht hier Schema F fahren, wo jeder hat, sondern einfach unser eigenes Spiel spiele. Aber das merkt man auch, wenn man durch die Lade geht, ne?
Ja, definitiv. Das ist überall so. Und in jedem Bereich von uns im Geschäft ist genau diese Philosophie da. Und das ist das Interessante bei uns. Du hast gerade gesagt, zwischen 300 und 350 soll das soll der Käse. Mhm. Und wie viele davon würdest du blind erkennen? Also ich sage mal so, ich habe alle schon durch. Ja. Mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrmals. Blind erkennen könnte ich schon einige, sage ich jetzt mal so, wirklich einige. Ja, mhm. Schmeckt's? Ja. Ja, dann ist recht. Ja. Mhm, doch. Ja. Mhm, gibt's auch welchen, der dir nicht schmeckt? Mhm, jein. Eigentlich esse ich alles. Ich probiere alles. Mhm. Es gibt Käse, die könnte ich jeden Tag essen. Mhm. Es gibt aber Käse, da reicht's mal vielleicht ein- oder zweimal in der Woche, wenn überhaupt. Ich sage jetzt gerade mal so diesen typischen Karamellkäse aus Norwegen, mhm. wo die Molke so lang gekocht wird, dass sie karamellisiert. Okay. Ja, da ist dann braun und schmeckt ein bisschen süßlich. Es ist Geschmackssache. Mhm. Man kann mal ein Stückele essen, aber es ist nicht mein Favorit, sage ich jetzt mal so. Aber dass ich jetzt speziell sage, den esse ich gar nicht, das gibt's nicht. Okay. Ja. Du hast eben schon gesagt gehabt, mit diesem Cheese Pairing, wo du jetzt auch mhm. den Gin-Käse da hast. Und da gibt es auch wirklich einige, die ihr schon entwickelt habt, gerade so mit diesem Gin Amour, Cinderella oder auch, ich habe gesehen, das ist so eine Schwarzwälder Käsetorte. Ja, ja. Wie kommt man denn da auf die ganze Idee? Probiert man das einfach mal aus? Ich nehme das und hau da das rein? Oder weiß man da schon, was irgendwie harmoniert, dadurch, dass man sich auskennt? Ja, zum Beispiel. Also es gibt gerade jetzt, wo ich die Ausbildung zum Käsesommelier gemacht habe, macht man natürlich viele Schulungen durch, Käsedestillate, Käse und Wein etc. Und lernt da natürlich so die ein oder andere Züge kennen, welche Käse passen am besten. Gin Amour war einer der ersten, war der erste Käse, den ich affiniert habe mit Gin. Der war tatsächlich, der Grundkäse war beim Gin-Tasting beim Feine Kappler dabei. Mhm. Hast du ja auch schon zu Gast gehabt. Axel, ja. Servus. Liebe Grüße. Und da war das so ein bisschen ein Highlight auf dem Tasting, dass mir dann gesagt worden ist, Mensch, der Käse, der hat super gepasst. Und ich war dann einfach so auf dem Trichter und habe dann gesagt, ja okay, warum nur Käse dazu, ja, und nicht ein Destillat in den Käse. Und so kam das dann raus, dass ich dann in meiner, ich nenne es jetzt mal Hexenküche, ja, hinten drin mal ausprobiert habe, mhm. affiniert habe, habe den Käse dann mit einer Marinierspritze gespritzt, habe eine Eingriebe, Wacholder drum und habe nur mal ein paar Tage stehen lassen, zum gucken, wie er sich entwickelt während der Reifung. Und das war im Prinzip das erste Produkt und alle weiteren kommen dann danach. Was wäre, wenn ich jetzt einen Gin nehme, wo nach Zitrone schmeckt? Okay, dann gehe ich in Richtung Zitrone. Oder wie jetzt in dem Fall hier Blaubeere, der Gin schmeckt nach Blaubeere, Brombeere, dann gehe ich in die Richtung. Also ich rutsche immer so ein bisschen in die Kategorie zu der Schwarzwälder Kirschtorte. Wir kommen aus dem Schwarzwald. Schwarzwälder ist bei uns bekannt. Ich sage immer, das ist jetzt ein reiner Käsekuchen, ja, bei mir an der Theke. Definitiv. Ja, und warum soll ich nicht einmal das Schwarzwälder, wo nur aus Käse besteht, machen? Warum nicht? Können wir dann auch mal irgendwie einen Kräuterkäse mit Unterberg oder Jägermeister marinieren? Oder neue Spritze? Denkbar. Warum nicht? Schon mal ausprobiert? Nein, definitiv nicht. Aber warum nicht? Sollten wir mal ausprobieren, oder? Der Unterberg. Du kommst zum Probieren. Ich komme zum Probieren. Ich komm zum Machen. Oh ja, das wäre noch besser. Du bist auch Käsesommelier. Mhm. Wie wird man das? Und braucht man da bestimmt der Gaumen dazu? Man muss aus der Branche sein. Mhm. Man muss mit Lebensmitteln zu tun haben. Man muss natürlich den Wille dazu haben. Und dann war das so, dass das fünf verschiedene Blöcke waren. Vom Allgäu bis nach München, hoch nach Kulmbach und so weiter. Beispiel Kulmbach, Brauereimuseum, Käse und Bier. Und dann hat man da 15 Tage Lehrgang gemacht mit danach schriftlicher, praktischer und mündlicher Prüfung. Okay. Und dann hat man entweder bestanden oder nicht bestanden. Wichtiger Bestandteil für mich, und das sage ich auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, wie wird man Sommelier? Die Sommelierausbildung für mich persönlich ist nur der Grundbaustein. Mhm. Die eigentliche Ausbildung, das Verfeinern, das Vertiefen, die Idee zaubern, das Kreative. Betrieb Learning by Doing. Das ist das, was danach kommt. Mhm. Was mache ich mit dem Wissen?
Ich kann nicht aus der Prüfung raus und sage, so, jetzt bin ich, ja, sondern das kommt erst danach. Und da kommen die Feinheiten. Was habe ich gelernt? Wie setze ich es um? Mhm. Und das war mir immer am wichtigsten. Und deswegen habe ich immer versucht, einen Schritt weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Okay. Schmeckst du heraus, ob ein Tier auf der Weide stand oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich sage mal so, ich nenne sie neumoderne Käsesorten, die sind mittlerweile so rein und sauber gekäst, dass man da nicht mehr arg viel rausschmeckt. Man schmeckt aber raus, wenn ein Produkt traditionell bäuerliche Reifung, die schmecken dann eher so ein bisschen ländlich, ein bisschen rustikal, das kriegt wahrscheinlich kein Industriekäse hin. Okay. Ich meine, es gibt, klar, Weinsommeliers, Biersommeliers, ich habe auch schon von Brotsommeliers gehört. Käsesommeliers, wie viel gibt es denn in Deutschland? Gibt es da irgendwie eine Statistik drüber? Also am Anfang war es noch recht wenig, mittlerweile sind es aber jede Menge. Weil ich sage mal so, jeder große Schulungszentrum, wo mit Käse zu tun hat, bildet mittlerweile Käsesommeliers aus. Aber wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, faktisch immer das, was mache ich draus? Nur der Titel zu haben ist das eine, sondern aber was draus zu machen, ein bisschen was zu bewegen, sich aufmerksam zu machen, das ist das, was eigentlich wichtig ist. Dass der Kunde kommt und weiß, der hat Ahnung. Keine Ahnung. Genau, und das ist das Ziel. Das ist wichtig. Richtig, ja. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du bist in der, ich kann kein Französisch, Gilde Internationale de Fromage. Jawohl. Wie heißt es? Gilde Internationale de Fromage. Gilde Internationale de Fromage. Ja, das war wirklich, ist für mich so ein kleiner Meilenstein gewesen, weil die Gilde, die steht für traditionelle und Herstellung, Rohmilch von der Kuh bis zum Käse. Und das ist für mich wieder, wie gesagt, so ein Meilenstein gewesen, da aufgenommen zu werden, weil man wird nicht einfach so Mitglied, man ruft jetzt nicht da an und sagt, hier, ich will, ja, sondern man braucht einen Bürger oder einen Partner, der dich vorschlägt, der sagt, der Typ ist genau für uns gemacht. Der kennt sich aus. Der kennt sich zum einen aus, aber der hat auch die Philosophie, da möchte ich Tradition bewahren und die Käse so zu lassen, wie sie sind, ja, vom Ursprung bis zum Käse hin. Und das ist für mich wirklich, ein Meilenstein gewesen, da intronisiert zu werden. Und bin auch heute noch stolz drauf, muss ich sagen. Cool. Aus was lässt sich denn alles Käse machen? Wir kennen jetzt ja diese, eigentlich die klassischen Käse, klar, aus Kuhmilch, Ziege- und Schafsmilch gehört eigentlich auch noch dazu, weil das auch alles weit verbreitet ist. Aber aus was lässt sich denn alles Käse machen? Oder was gibt es denn da? Oder was kennst du? Büffelmilch gibt es zum Beispiel noch. Klar, auch vor allem Mozzarella, klar. Zum Beispiel, man kann eigentlich fast aus jeder Milch einen Käse machen. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, wie das Milcheiweiß sich verhält. Deswegen kann man es nicht einfach eine Milch nehmen und, sagen wir mal, reinschütten, nenne ich es jetzt einfach mal so, sondern man muss ein bisschen die Inhaltsstoffe berücksichtigen. Zum Beispiel in der veganen Richtung gibt es ja auch schon Alternative, aus Mandelmilch oder so, funktioniert, aber es funktioniert etwas anders wie jetzt aus der Kuhmilch. Das heißt, man muss da ein bisschen dran feilen, bis man es richtig hat. Ja. Klassisch ist aber aus tierischem Produkt. Deswegen ist das der Begriff Lab Käse. Zur Gerinnung. Käse ist ein geschützter Begriff. Ja. Das heißt, es muss aus tierischer Abstammung kommen. Was war denn der verrückteste Käse, den du gegessen hast? Oder aus der verrücktesten? Ich habe mal schon mal gehört, das ist Eselkäse. Habe ich auch schon gehört. Habe aber auch gehört, den kann man nicht bezahlen. Okay. Weil eben die Eselmilch oder Yak-Milch gibt es ja auch im Himalaya oben. Das ist, die gäbe so wenig, dass es fast unbezahlbar ist. Und gut, verrückte Käse, es gibt Käse mit Whisky oder mit Barolo sind verrückte Käse, es gibt mit Appleboy und Blüte zum Beispiel. Aber jetzt von der Milch her gibt es das klassische mehr. Klassisch eher, ja, klassisch eher. Du hast ja schon gesagt, klar, so ein Eselkäse ist relativ teuer oder kaum bezahlbar. Was ist denn der teuerste Käse, den du gegessen hast oder den es bei dir im Laden im Angebot gibt?
So vom Preislichen her, ich meine. Also der teuerste Käse, wo ich tatsächlich schon mal verkauft habe, weil wir den gehabt haben, war ein 11 Jahre alter Parmesan. Okay. Lag damals bei 14,90 € 100 Gramm. Okay. Das war das teuerste bisher, was man gehabt habe. Aber ein Edelstück, muss ich wirklich sagen. Da Geschmacklich merkt man schon den Bombe. Geschmack, dass Ja. der Ja. 14 Jahre lang gereift ist. Das Tolle war natürlich, wir hatten über Weihnachten Neujahr. Viele kamen und haben eine Flasche Wein und ein kleines Stückele Parmesan dazu zum Verschenken. War natürlich eine super Geschichte. Der Käse an sich war auch super klasse. Klar, wir haben klassische Sorten mit 14, mit 41,90 Kilo und so. Also das ist mittlerweile für gute Qualität, muss man auch ein bisschen was bezahlen, ist klar. Aber sonst war das so der teuerste, wo man bisher gehabt habe. Wenn man den ganzen Tag an der hinter der Käsetheke oder mit Käse zu tun hat, isst man dann auch mal der gut und günstig Emmentaler. Mit Sicherheit, ja. 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 Klar. Es gibt Käse, so wie jetzt wir zwei hier stehen habe, wo man einfach uns nett unterhalte, ein bisschen was zu essen. Und es gibt einfach Käse, die mache ich aufs Butterbrot und nehme es mit zur Arbeit, in die Schule oder was auch immer. Also da brauche ich jetzt nicht den Käse, wo nachher 4 € 100 Gramm oder so kostet. Ja. Lieber Käsefondue oder lieber Raclette? Da ich jetzt mal nicht nur an mich denke, würde ich sagen Raclette. Mein Junior ist nicht so fürs Käsefondue und meine Frau auch nicht gerade unbedingt. Raclette ist vielseitig, da kann man ein bisschen mehr draus basteln. Raclette ist Geschmackssache, muss ich sagen. Nicht jeder mag den Wein, nicht jeder mag das Kirschwasser drin. Und, Fondue, ja. ja, aber warum nicht? Man kann es mal essen. Ist es richtig, dass Käse den Magen schließt? Ja, jein, Käse macht ein bisschen mehr satt. Das regt ein Enzym im Magen an, wo man dann einfach ein besseres oder schnelleres Sättigkeitsgefühl bekommt. Das Kommt da das Stichwort, das Sprichwort wirklich her? ja, doch, zum Teil schon. Siehst du das Sprichwort drei Käse hoch oder alles Käse als Beleidigung? Nee, eigentlich nicht. Ich finde es einfach zum Schmunzeln. Habe ich eigentlich gar kein Problem damit. Ich sage auch gern, wenn man zum Abschluss, wenn ich immer Kunde was verkaufe, sage ich als mal gerne jetzt hämmert der Käse oder so. Ja. Es bringt immer, es lockert die Stimmung, man kann mal wieder drüber lachen. Also, nee, ja. Hast du selber schon mal eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege gemolken? Nein, definitiv nur nicht, nein. Also das macht man bei der Sommeliers-Ausbildung nicht. Nein, Das nein. wäre vielleicht aber auch mal ein Ja. Baustein, oder? Das Wir mal. waren in Käserei drin, wir haben gesehen, wie Käse macht. Wir haben auch, ich habe auch selber daheim schon Käse gemacht, sage ich es jetzt mal so. Aber selber jetzt an eine Kuh Hand angelegt oder so, das ist jetzt leider noch nicht, nee. Meine, wenn man dir bei Instagram folgt, da kann man auch sehr, sehr oft sehr tolle Käseplatten entdecken. Hier haben wir jetzt auch eine wirklich kleine, tolle, schöne Käseplatte, die jetzt Dankeschön, hier auf danke. das Ding passt. Aber ihr müsst euch echt mal angucken auf seiner Instagram-Seite. Das ist der Wahnsinn, wie toll das ist. Und da würde man sich am Danke. liebsten reinlegen. Wo kriegt man denn das? Kriegt man das bei euch im Geschäft? Oder wo kriege ich so geile Käseplatten her? Bei mir im Geschäft, das sind Bestellungen, Kundebestellungen. Die rufe an, komme vorbei für Geburtstag, für Hochzeit, für etc. etc. Und dann wäre die Platte von mir oder von der Kollegin zubereitet. Immer. Oder die XXL-Platten, wo ich dann als mal habe, wo wirklich so Ja. 1,20 Meter oder so Ja. sind, das sind dann Platten, wo ich für unsere Kollegen, für die Kücheparty, die Kochfabrik, wo oben drüber Ja. ist, mache. Die habe ja dann einmal im Monat eine Ja. Kücheparty und da gibt es das als Dessert mit Das dazu. Käsebuffet Die danach. bestelle natürlich bei uns, ist schon klar, warum auch nicht. Natürlich, klar. Und ist natürlich auch immer schön, wenn der Opa dann, klar, jetzt Corona-bedingt war es jetzt weniger, aber so langsam hoffen wir, es geht wieder los, ja. Dass da halt dann auch 80, 90, 100 Leute von der Platte zehren und dann auch mitkriege, hey, was machen die da unten alles? Ja, und das ist Klar. wieder so ein bisschen so ein Kick, ja. Ich meine, das ist ein Kreislauf. Ja, das ist einfach so ein Kreislauf. Kommen wir aber zum anderen Kreislauf. Du warst auch schon öfters bei Kaffee oder Tee. Richtig, ja. Hast da auch über Käse gesprochen. Wenn ich im Fernsehen als Kochshow sehe, dann kriege ich immer Hunger. Und merkst du irgendwie ein Feedback von, wenn du im Fernsehen bist, dass die Leute dann Lust auf Käse bekommen? Ja, definitiv. Ich habe Kunde nach Sendung, wo ich die letzten Male schon gemerkt, aus Heilbronn, aus Bruchsal,
wo extra herfahren, okay, nach Aachen und sage, ich habe sie im Fernsehen gesehen. Ja? Oder auch ältere Dame oder ältere Herren, wo dann immer mal wieder an der Theke stehen, wenn kommen sie wieder im Fernsehen. Ja? Oder wenn hätten sie den nächsten Auftritt. Ja. Also das ist wirklich, das kommt, da kommt Feedback rüber. Ja, bist ja schon ein kleiner Käsestar auch im Internet. Oh. So, also ich glaube auch schön. Kommen wir zu einem anderen Bereich. Wir sehen jetzt der Unterschied. Ja. Der Mentalist. Richtig. Ein Gin. Ja, wie kamst du zu der Idee, einen Gin zu machen? Ich meine, klar, wir hatten das jetzt eben schon über die Verbindung von Käse und Gin. Und ja, man trinkt ja öfters mal einen Schnaps zum Käse oder so. Aber ja, erzähl mal kurz die Story vom Mentalist. Der Mentalist, ich wollte einen Gin hoch. Ja, ja, ganz einfach. Ich wollte einfach, ich bin durch die Geschichte mit dem Gin Amour, mit dem Feine Kappler, bin ich ginfiziert worden, nenne ich es ja, so wie du es vorhin gesagt hast. Ja. Und habe mir dann eben so dieses Thema Cheese Pairing ausgedacht, wo ich immer mal wieder geteilt habe, habe verschiedene Gin-Sorten bekommen und habe dazu verschiedene Käsesorte gepaart, nenne ich es jetzt mal so. Und so hat sich meine Gin-Sammlung relativ hoch angesiedelt. Und dann war irgendwann mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte einen eigenen Gin haben. Ich wollte ein fruchtiger Gin haben. Ich stehe ein bisschen so auf die fruchtigen Noten. Ja. So Blaubeere, Brombeere hat mir geschmeckt. Hab dann diesbezüglich auch die Farbe angepasst. Mhm. Ich wollte dann eben die Anekdote von der Beere zu der Farbe schaffen. Blaue Beere zum blauen Gin. Und hab dann letztendlich jemand gesucht, wo mir dabei hilft. Aus dem Ort. Aus dem Ort. Weingut Tobias Königer. Kennt man auch. Kennt steht man. Für gute Weine. Steht für gute Weine. Steht für gute Destillate. Ist ein Kumpel von mir. Mhm. Ich habe ihm die Idee gesagt, ja, und er hat gesagt, weißt du was, Michael, komm, wir machen das zusammen. Mhm. Und daraus ist der Mentalist entstanden. Mhm. Der Mentalist ist für mich, klar, man hatte zuerst die Botanicals, man hatte zuerst die Farbe und dann kam irgendwann, wie machen wir den Namen? Ja, wie will ich ihn nennen? Ja. Und ich habe immer so ein bisschen die Verbindung gesucht. Ich muss gleich dazu sagen, ich kannte die Serie vorher nicht. Ah, okay. Okay. Mhm. Gehört, ja, aber noch nie gesehen. Ja. Und habe mir dann so die Verbindung geschaffen, wenn du jetzt ein Mentalist wärst, sehe ich dir das nicht an. Mhm. Ich krieg aber, während wir uns unterhalten, immer wieder mal ein Gefühl, okay, da ist was, ja. Und so ist es bei ihm auch. Okay. Man hat, du darfst, ich mal rein. Ja, darfst schon gern, soll mal, passt. Du hast, im ersten Moment siehst die Farbe blau. Dann machst du ihn auf, hast schon mal einen Ausschenker drin, passt, genau. Und wenn du rein riechst, fruchtig. Du hast im Endeffekt von Anfang an viele verschiedene Steps, wo du plötzlich sagst, okay. Und das ist für mich so der Mentalist. Du weißt am Anfang nicht, was dich erwartet. Was dich erwartet, genau. Genau. Und natürlich, er färbt sich, wenn Tonic drankommt. Wie färbt er sich? In rosa. Okay. Durch die Säure. Aber man kann auch gut nur auf Eis trinken. Definitiv. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Also ist das jetzt normalerweise, ich habe ja gelernt, durch den Axel und den Stefan, die ja auch schon da waren, das ist ja London Dry Gin gibt, die ohne Zucker sind. Wie ist denn das bei dem? Ist da Zucker zugesetzt oder ist das auch ein Dry Gin? Nein, es ist kein Dry Gin, ist auch kein London Dry, es ist ein klassischer Gin, weil er ein klein bisschen süß. Zucker hat. Mhm. Jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da ist Zucker süß, das auf keinen Fall, aber es ist ein minimaler Anteil an Zucker drin, deswegen kein Dry Gin mehr. Mhm. Sind da irgendwie noch andere Editionen geplant oder ist jetzt erstmal der und das Projekt? Ist ja okay, aber ist ja echt cool, dass er so wie er aussieht. Aber ist jetzt so, wie er ist, erstmal. So wie er ist, steht er. So wie er ist er fertig. Und andere Projekte, ich will nicht stehen bleiben. Natürlich geht es immer irgendwo vorwärts. Aber ich bin froh, wenn er da ist. Ich bin froh, wenn er läuft. Und wo kann man bekommen? Hoflade natürlich beim Königer, aber auch bei uns im Scheck. Mhm. In Prinzip in alle Scheckhäuser, in diverse Edekas gibt es denn schon drin. Edeka Südwest hat ein Auge gehabt. Also schon etwas breit gefächert. Trinkst du ihn am liebsten pur oder mit Tonic? Ich trinke eigentlich fast jeden Gin pur. Pur? Eigentlich nur pur. Ja. Okay. Also eher
nicht als, als Longdrink oder nicht mit Tonic? Ich trinke auch gern mal einen Longdrink oder so, aber eigentlich, wenn ich jetzt einen Gin habe, da ich so viele verschiedene gehabt habe oder habe, will ich die gern pur trinken, damit ich auch rausschmecke, was drin ist. Könntest du auch mal mit Molke mischen. Ob das schmeckt, da mal der Stefan fragen. Das, oh ja, das, da frage ich den Stefan, der macht mit. Der macht den Molke-Cocktail vom Gin-König. Genau. Der würde es sogar hinkriegen, dass es nicht scheiße schmeckt. Bestimmt. Oder? Bestimmt, der kriegt es hin. Stefan. Du machst es. Du machst es. ja, verfolgst du auch was die anderen? Ich meine, du kommst ja aus eines der Orte, die ja wirklich die Schnapsbrennerei und auch Gin gibt es ja einige, aber folgst du auch was so die andere Kollege? Ich meine, vom Axel, vom Feine Kappler, da ist man ja eh in Verbindung, aber verfolgst du schon generell auch, was die andere Ginmacher im Schwarzwald, sag ich jetzt mal, machen, oder ist das eigentlich eher so? Ja. Also ich folge eigentlich viele, guck mir auch gerne immer mal wieder was an, aber eigentlich versuche ich mir nicht Dinge zu machen. Ja. Warum ist das so, dass gerade Gin so gut zum Käse passt? Ist eigentlich nicht so gesagt. Also ich sag mal so, es passt vieles zu Käse, aber ich habe halt versucht, ein bisschen diesen Gin-Hype ein bisschen mitzunehmen. Und, Sind wir überhaupt noch beim Hype oder ist das schon etabliert? Ich sag mal so, die Menge ist natürlich enorm geworden an Gin-Sorten. Ich sag mal so, jede Woche kommt ein neuer Gin irgendwo raus. Der Kunde steht vor einem riesen Regal. Die Flaschen, die kosten zwischen 20, 30, 40 Euro. Meistens kauft er nur eine. Ja. Und wenn ich eine Auswahl habe von 70, 80, 90 bis 100 Sorten. Und ich kenne es ja nicht. Wo, ja. Wie entscheide ich dann? Ne? Richtig. Nach dem Etikett? Oder? Dann gibt es natürlich die Bereiche, wo ich jetzt sage, jetzt mache ich diverse Gin Tonics für einen Geburtstag. Dann brauche ich kein Gin für 50 Euro kaufen. Da langt ein günstiger für 10 oder 15 natürlich. Euro. Ich sag mal so, es ist schon ein bisschen runtergefahren. Aber ich denke jetzt eher nicht aus dem Grund, weil der Gin-Hype absackt, sondern weil die Masse einfach mehr wird. Jeder Einzelne verkauft nicht mehr so viel wie vorher, weil es viel mehr Sorten Gin gibt. Ja, und da meistens kauft der Kunde eine. Wo es jetzt halt vielleicht früher fünf war, dann war halt das die Auswahl nicht so groß. Ja, und man hat wahrscheinlich gehabt, okay, dann kenne ich woher, dann nehme ich doch wieder den. Heute habe ich, wie gesagt, 100, 120, ja, dann nehme ich eine. Ja. Und das ist, finde ich, eher so ein bisschen die Sache, ob der Gin-Hype jetzt weg ist, weiß ich nicht so hundertprozentig. Dazu bin ich jetzt aber auch noch nicht so arg im Thema drin. Ich glaube, das hat sich alles schon etabliert. Klar. Was hast denn du für Pläne für die Zukunft? Ich meine, klar, mit Gin weitermachen, mit Spaß an der Arbeit, öfters mal ein bisschen Fernsehen, dies, das, aber hast du irgendwelche Pläne, okay, das möchte ich jetzt noch machen, das ist ein Ziel, oder? Ich sag mal so, aktuell bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie es ist. Man muss auch mal zufrieden sein. Nee, das ist tatsächlich so. Ich bin dankbar für die Sache, die mir gegeben worden sind, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, einen Gin zu machen, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, den auch so zu verkaufen, dass ich ein Unternehmer habe, die eigentlich immer zu mir stehen, wenn irgendwas ist, wo ich wirklich die Freiheit habe, zu kreieren. Okay. Ja, und auch immer wieder mal die Möglichkeit habe, bei SWR oder sowas zu machen. Cool. Sind viele Bausteine. Ich habe ja auch noch eine Family daheim, die darf nicht vernachlässigt werden. Von dem her, so wie es aktuell ist, bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Das freut mich. Eine Frage, die ich immer am Ende jeder Folge jeden Gast stelle. Was ist für dich Heimat? Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Da, wo Freunde sind, da, wo der Genuss steckt und wo es mir persönlich am besten geht. Das ist für mich die Heimat. Okay, super. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ja, ich würde sagen, probiert alle den Mentalist, geht alle in der Check-In-Sender. Dankeschön. Und vor allem, guckt mal auf jeden Fall auf der Homepage oder bei Instagram vorbei, zieht euch die Käseblätter rein. Und ich, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich trinke jetzt Gin und esse Käse. Danke, dass du da warst bei Was ist los? Danke dir. Das war Michael Wühle. Wir wünschen dir alles Gute und nur das Beste. Dankeschön, danke. Michael Wühle bei Was ist los? Ciao. Ciao.